Und damit jetzt ist Johann und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Mafia 3 mit dem Janis, der gerade zockt. Morgen! Und du brauchst gerne einsteigen, weil du musst doch noch drüben hin. Oh, ja. Der Punkt sah eben zu Fuß so weit weg aus. Ja, mega weit weg, einmal über die Straße. Ja, aber guck mal, so habe ich das eben noch nicht gesehen. Und dann ja, wir haben einmal kurz das Game neu gestartet, weil wir in der letzten Folge das Problem hatten, dass das Game einfach ein, zwei Mal minimiert ist. Deswegen jetzt einmal so. Genau. Ich würde das versuchen, Style zu machen. So als kleiner Tipp. Hat Richie gesagt, er soll Charlie das Heroin nicht anvertrauen. Aber er hat und den würde ich ein bisschen so zur Ecke. Vater schuldig oder so bisschen einfach. Charlie ist raustragen. Oder raustragen, ja. Irgendwo. Auf jeden Fall. Bisschen, dass er nicht so auffällig liegt. TV. Schade. Ah, schade. Ich dachte, egal. Hier wäre ehrlich noch so ein zweiter Weg. Das wäre cool gewesen, aber. Dass man das Fenster einsteigen kann. So, nee, geh mal bitte zur anderen Seite. Ist dann nicht noch Geld? Drüben? Oder? Ja. Oh, hier. Und drüben glaube ich auch. Da ist noch ein zweites Dollar-Symbol. Ja. Im Eingang hinter dir, also so, so da, wo ich du wollte gucken, ob genau. Jetzt mich noch einer sieht, wenn ich hier hingehe. Schnell nehmen. Du musst den Typen. Gott verdammt, schnappt ihn! Mit der Leiche rausgehen, das ist eine tolle Idee. Ja. Ich dachte, die anderen. Ich dachte, die Penner hatten mich nicht gesehen. Falls jemand Langeweile hat, wir haben einen Anruf bekommen wegen eines Tötungsdelikts im Morgen. Warum? Wegen den Bullen. Ja, egal, mach jetzt die Mission kurz. Okay. Ja, würde ich sagen, oder? Ich versuche auf jeden Fall das Geld nochmal mitzunehmen da vorne. Ja. Das müsste hier unten irgendwo gewesen sein. Ja, und ganz vorne. Am Altar. Mach den erstmal weg. Geld nehmen. Okay, jetzt nochmal da zu der Leiche hinlaufen, genau, das Geld auch nochmal mitnehmen. Oder nach hinten weg. Genau, schön durchs Fenster. Und ein bisschen zum Hinziehen. Ja, ich glaube aber. Aber ich glaube, da muss er da oben rüber. Macht das nicht so. Mich? Nee. Alter, kannst du doch vielleicht übers Dach? Warte, stopp, zurück. Geh da übers Dach. Ich wiederhole, Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Da ich erstmal rennt, das sieht so sehr komisch aus. Ja, pass auf, da an der Seite sind noch Leute. Oh ja. Entweder hier runter droppen und dann bist du drin. Ich oder das Dach weiter. Kannst du auch versuchen. Meinst du, man kann Kills von oben machen? Weiß ich nicht. Aber ey, die sind alle im Haus. Das ist das einzige Problem. Was ist, wenn ich mich hier auf das Vordach droppen lasse? Kannst du versuchen. Vielleicht ist da irgendwo so ein Fenster. Was zum Fick? Das war ein hoher Fall. Na. Drück mal bitte T, vielleicht haben wir noch was. Ich hab eben Scheiße. Doch. Nee, das war nur, weil du dich geheilt hast. So, Soll ich jeden mal hinten mal töten? Wer? Sorry. Der ja, ein bisschen ducken vielleicht. Rüberspringen. Okay, sehr gut. Ja, muss halt dir auf jeden Fall immer ein bisschen Platz schaffen. Ja. Nicht, dass sie da auf einmal alle so rumtaumeln. Das wäre ein bisschen uncool. Hier hast du, glaube ich, auf jeden Fall auch nochmal Rüstung und Geld. Das sieht sexy aus. Mhm. War das nicht da, wo ich eben auch war? Ja, ich glaube schon irgendwie. Und da ist auf jeden Fall nochmal live. Das heißt, da kannst du ja auf jeden Fall nochmal Leben holen. Genau. Und dann einmal hier drücken. Genau. Kannst du da nochmal ran? Nee, ne? Ne, ich glaube nicht. Schade. So, hier vorne ist noch was, aber ist so oben, ne? Es gibt gar keinen oben, glaube ich. Doch, aber guck mal oben. Also guck mal unten auf die Karte.
Ja. Auf dem Dach? Probier's aus. Komm. Komm ich da hoch? Vermutlich nicht. Oder? Doch, nur ich war zu blöd. Ah. Ja. Warum was ist denn das? Nicht? Achso, Muni. Machen wir, oder? Warte, nehmen wir die Sniper. Mit C. Sehe ich einen. Ja, die Frage ist, den brauchst du glaube ich gar nicht, oder? Geil, wenn sie jetzt rauskommen, finde ich es auch toll. Ja, das Ding ist, dein Zielpunkt ist aber ganz weit weg. Also, der flüchtet ja nicht, ne? Das weiß ich nicht. Voll ins Knie geht er. Oh ja, war so richtig. So. Da so mitten durch, ne? Ja. Ist der da? Im Fenster. Den da? Ja. Aber der ist noch alive. Sonst geh runter. Der schreit immer so, als wenn er getroffen wäre. Ja, drei Schuss noch, ne? Nee, ich sterbe jetzt nicht mehr davon. Nee. Nee, nimm mal am besten die Pistole und sneak dich mal wieder zu deinem Zielpunkt hin. Warte mal. Ganz kurz. Von wo schießt mich der jetzt? Immer noch da aus dem Fenster? Ja, aber der checkt das nicht. Geh einfach zu deinem Zielpunkt. Und nimm mal die Pistole bitte in die Hand. Ja, die jetzt durchsetzen. Nee. Ja. Da komme ich wahrscheinlich nicht rüber. Nee. Da sitzt noch einer irgendwo. Da. Hinter dir. Wow. Verstärkung, ne? Mhm. Ist jetzt die Frage, was machen wir? Ja, lauf rein, versuch irgendwie deinen Zielpunkt zu kriegen. Nicht oben lang schon wieder. Ja, das ist auf jeden Fall Geld mitnehmen. Wenn du schon oben bist. Ja. Down. Ich hab nicht mehr allzu viel Rechte. Okay. Kannst vergessen auf die Distanz. Fick dich! Nice. Okay, aber du hast echt nicht mehr viel Schuss. Okay. Ein Schuss. Boah, das wäre zu nice gewesen, wenn das jetzt ein Heli gewesen wäre. Ja. Achso, das war ein Schuss mehr. Nur Sniper, aber damit hast du auch noch zwei Schuss. Ja, danke für die. Ich bin sicher nicht. Ducken. Ducken. Nimm seine Shotgun. E und. So. E. Okay. Wie viel Schuss sind das? Vier. So, jetzt geh erstmal bitte runter. Was denn, da müsste direkt einer sein, wenn du dich da runterwerfen lässt. Genau, ein Schuss. Das heißt, lauf mal bitte rüber und nimm mal seine Waffe erstmal. Ich mache nur meinen Job. Meinen Traumjob. Genau, und dann auf jeden Fall nochmal Leben aufladen. So. Aufpassen, aufpassen. Dran sneaken. An die Wand sneaken. An die Wand sneaken. No! Läuft! Kuh. Ich press the Kuh. Hier an dem, genau. Digga. Okay, jetzt drück T. Und jetzt drück dich mal bitte an die Wand. Danke. So, okay. Ja, das hätte dir vorher was gebracht. Nein, Mann. Doch. Okay, du hast absolut null Schuss. Shotgun nehmen. E. Du siehst, dass ich E drücke. Jetzt. So, jetzt hast du wieder ein bisschen Schuss. Geh mal bitte raus. Erstmal auf das da mitnehmen, ja. Genau, nee, eigentlich zu den Leichen hin. So, Leichen. Nein. Hey, wo hab ich die denn erschossen? Da, hier hinter. Oh lol, ja. Da, nehmen wir die Pistole. Ja, warte. Fick dich.
Welche Pistole? Oder die Waffe, auf jeden Fall. Ja, 32 Schuss. Ein bisschen mehr. Okay. Zielen. Okay. Geradeaus. Okay, weiter. Hingehen. Cool. Bin doch schon dabei, Digga. Okay, sehr schön, nice. Cool, cool. Arbeite für mich und du lebst vielleicht lange genug, um deine Kinder großzuziehen. Okay, klare Sache. Was immer ihr wollt. Das ist gut, Charlie. Wirklich gut. So geil, wie das alles so Pussys sind, ne? Oh ja. Sehr, sehr nice. Oh ja. Meinst du eigentlich, das hat also sonst irgendwelche Entscheidungen, also irgendwelchen Einfluss, ob wir die jetzt töten oder bei uns behalten? Ich glaube, das gibt mehr Cash und mehr von diesen komischen Punkten da. Ist es ja wahrscheinlich. Ja, aber nimmt das andersrum dann das Geschehen vielleicht ein bisschen anderen Lauf? Vielleicht braucht man länger, um sozusagen aufzusteigen. Und weil unser Ziel ist ja immer, mehr Informationen zu kriegen. Und wenn wir die alle töten, dann wird das dementsprechend schwieriger. So, und jetzt haben wir den Punkt ja auch noch eingenommen. Ja, und wir haben jetzt unseren ersten Gefallen, ne? Das heißt, wir haben jetzt für einen Cassandra einen Gefallen, gut, weißt du? Ich schicke sofort ein paar Männer rüber. Und danke. Truppenverstärkung? Oder was macht sie? Ist die Frage. Sie holt jetzt ihre Leute ran, dass wir das übernehmen. Ja, aber meinst du, sichern. Also ob das immer ihre Special-Fähigkeit ist? Ja, sie schickt halt Leute, die das Ganze dann sozusagen bewachen für uns. Okay. Weil wir haben ja Leute keine in schwulen Autos. Passt. Nennen Sie Ihren besser Namen, als keine. Bitte. Fürs Protokoll. Donovan. John. Mr. Donovan, Sie wissen, dass Sie durch Ihr Erscheinen vor diesem Komitee auf Ihre verfassungsmäßigen Rechte hinsichtlich Rechtsberatung und Selbstbeschuldigung verzichten. Sicher. Und Sie bestätigen weiterhin, dass Sie mit Ihrem Erscheinen vor diesem Komitee damit einverstanden sind, dass absolut alle Informationen bezüglich der Ereignisse in New Bordeaux im Sommer und Herbst 1968 öffentlich werden. Sonst würde ich hier nicht sitzen. Sie waren Agent bei der Central Intelligence Agency von 1953 bis 1969, ist das korrekt? Das ist richtig. Wann kamen Sie nach Vietnam? Das war im August 61. Bitte erzählen Sie vor diesem Ausschuss, was Sie damals alles so getrieben haben in Vietnam. Also zuerst war ich ein paar Monate in Saigon. Danach versetzte man mich auf eine Basis der Special Activities Division in Laos. Wir bewaffneten und trainierten die Hmong und ließen sie dann auf die NVA los. Die hat Waffen über den Ho Chi Minh-Pfad geschmuggelt. Und Sie arbeiteten mit Lincoln Clay an dem, was später das Phoenix-Programm hieß? Lincoln leitete etwa ein Jahr eine eigene Aufklärungseinheit. Wir haben in Vietnam feindliche Stellungen aufgespürt und den Gegner entweder ausgeschaltet oder gefangen genommen und verhört. Wenn ich daran zurückdenke... Oh mein Gott. Sie ahnen ja nicht, was wir mit den Wichsern alles angestellt haben. Alles klar, eine kleine Rückblende gibt's jetzt. Ja. Ah, doch nicht, schade. Das war schon die Rückblende oder Vorblende, wie auch immer. Okay, wir haben was Neues gesehen, dann gucken wir wieder auf die Map. Ist die böse? Nein, das ist, ach Gott, das sind jetzt alles meine Männer. Genau geht's da jetzt hin. Ja, das ist ja nicht wirklich weit weg. Nö, dann einmal hin da. Also achso, ist ja schon angeklickt. Würde ich sagen, dass das jetzt erstmal das nächste Ziel ist, sozusagen. Ja, können wir ja gerne machen. Ich drücke immer noch E. Ja, ist Gewöhnungssache. Echt, ey, das ist... Aber man findet sich dann wirklich nach ein paar Stunden wirklich rein. Was ist denn jetzt mit dem Husmann? Ich weiß es, Digga, aber... So. Oh, scheiße Musik. Total Brain AFK. Ja, das hat sich aber nicht so angehört, als wäre es Gamer geschützt. Nee, aber trotzdem, wir gehen erstmal auf Nummer sicher. Wie gesagt, die ersten Folgen, tut uns leid zu sagen, für den November jetzt erstmal gesichert. Und in dem Laufe werden wir uns natürlich noch mit Recherche. Da drüben ist das!
Du wirst mir jetzt was von euren Dope-Deals erzählen. Alle anderen stehen da rum. Der Boss hat Vollstrecker, die im Hollow agieren. Mach Kuh. 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 Schnell. Es gibt mehr Geld. Bleib in der Stadt. Dein Arsch gehört jetzt mir. Und hinter dir ist einer. Okay, und jetzt flieh. Okay, das heißt, F. Genau. Das muss so abhauen, schnell. Boah, nicht da links. Okay, scheiße, jetzt haben wir dich. Jetzt war es mal ein bisschen. Was zur Fenke? Okay, aussteigen. Man kann. Aussteigen. F. Okay, lauf schnell zu irgendeinem Wagen hin. Ja, chill. Kann man hier auch zu Fuß abhauen teilweise? Ich glaube.